nicht, dieser Regen. Im Gegenteil, ich bin wunderbar. Reihe, will nicht mehr. Aha, das habe ich erwartet. Jetzt geht es damit los. Es funktioniert wohl die Zündung nicht, was? Tatsächlich, die Zündkerze. Verstehen Sie was davon? Was heißt verstehen? Ich habe es sogar erwartet. Ich bin ja nicht von gestern, nicht? Ja, wir können doch hier nicht auf der Straße stehen bleiben. Wir müssen versuchen, irgendwo unterzukriegen. Natürlich, was ist das Programm? So sagen Sie doch schon bloß. Ich glaube, hier steht... Was denn? Das ist nicht ein Kopf. Tatsächlich, wir haben doch recht. Gar keine schlechte Idee von Ihnen. Hallo? Jemand drin hier? Machen Sie doch keine Umstände, es kommt doch niemand. Na, Sie haben recht. Die Tür ist bestimmt zufällig nur angelehnt. Nein. Das ist ja schön dumm. Sie machen sich ja unnötig schwer. Man holt sich einen Tod hier. Die klappern ja schon vor Kälte. Nein, vom Fuß, mein Lieber. Wir müssen versuchen, durchs Fenster reinzuklettern. Da kletter ich nicht lieber nachher rauf. Was reden Sie da hier? Wo sollen das hinführen? Vorläufig erstmal im Laufen. Also los, los! Eigentlich ist ja allerhand, dass wir hier einbrechen. Aber der Besitzer wird hoffentlich Verständnis für uns haben, bei dem Hundewetter. Der Besitzer hat sogar dafür Verständnis, selbst wenn es nicht regnen würde. Glauben Sie? Er erwartet das sogar. Ich kenne ihn nämlich ganz genau. Na, so ein Zufall. Na nun, gar nicht so gut organisiert, als ich dachte. Der Tisch ist nicht gedeckt. Hier sind ja alle an schöne Sachen. Aber wir können doch nichts davon essen. Was soll denn der Inhaber der Laube dazu sagen? Der Inhaber? Der hat er sogar extra für uns vorbereitet. Also machen wir es uns erstmal gemütlich. Runter mit den nassen Kleidern. Na, sie sind ja ausgekochter, als ich dachte. Erst nachher essen. So, Anni, jetzt nicht da, das schadet. Nicht im Gegenteil. Guten Abend, guten Abend, guten Abend, Frau Palme. Guten Abend, Frau Palme. Ich komme nur beim Sprung vorbei. Ich bin sehr eilig. Ich muss gleich wieder vor. Wo ist sie denn? Ja, ich glaube, sie ist mit ihrem Chef ausgegangen. Da tut sich was, kann ich Ihnen gleich sagen. Mit Dr. Hartwig? Ach, aber Unsinn, das führt doch zu nichts. Ach, da weiß ich doch viel was Besseres. Mein fetter Fink, eine glänzende Erscheinung und gelb wie Heu. Oh, Verzeihung, man kann ihn um die Finger wickeln, wenn man es versteht. Wahrscheinlich leicht beschädigt. Auch hier. Na, ich würde niemals meinem Kind zu einer Geldheirat zureden. Also morgen früh kommt er her und stellt sich vor, sagen Sie Anni gar nichts davon. Sie wird sich sehr freuen. Also das wäre ein Mann für Anni. Na, wenn sie ihren Vetter liebt, warum hat sie denn heute mit Dr. Hartwig ein Rendezvous? Ein Gläschen auf unserer Freundschaft. Prost. Prost, Prost. Und jetzt koche ich Ihnen einen Tee. Das kann ich ja machen. Nein, bleiben Sie. Jetzt bin ich die Hausfrau. Was machen Sie denn hier? Seht doch, ich hole Wasser. Schmeckt es dir auch noch? Ist ja unglaublich. Kaum dreht man mal den Rücken schon, macht sich ein fremdes Weibsbild frei. Auf Sie habe ich gerade noch gewartet. Was haben Sie denn in meiner Laube zu suchen? Machen Sie gefällig, dass Sie wegkommen, Sie Flittchen, Sie. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich nehme Ihnen Ihren Liebling nicht weg. Gehen Sie nur rein zu ihm, er wartet schon auf Sie. Die Männer sind alle gleich, einer wie der andere. Was ist denn hier los? Ach, ein Kavalier haben Sie sich auch gleich mitgebracht. Das ist ja reizend. Na, den werde ich mir gleich mal vornehmen. Herr Gieseling, kommen Sie mal schnell her. Ist ja haarsträubend. Möchte bloß mal wissen, wozu bezahlt man seine Mark 50 für die Wach- und Schließgesellschaft? Oh, das werden wir ja gleich haben. Na, da haben wir's ja. Jetzt habe ich Sie aber erwischt, lieber Freund. Ich Sie auch. Schämen Sie sich. Sie halten den Mund, Sie dummes Ding. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein, sich hier einzuquartieren? Meine Bude auszuplündern, hat man sowas erlebt? Ja, aber Sie spielen Sie doch nicht den Erstaunten. Sie haben vorhin doch selbst erzählt, dass Sie den Besitzer kennen. Ach, nein. Ja, ich hab doch gedacht, dass Ihnen die Bude gehört. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Was gibt's denn da zu lachen, Herr Gieseling? Also bitte, 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 lassen Sie sich erklären, nicht wahr? Mein Motorrad hat plötzlich versagt, es hat vorhin fürchterlich geregnet. Gestatten, Rechtsanwalt Uders. Sie, das sage ich Ihnen, Sie werden mir hier alles bezahlen, sonst lasse ich Sie sofort abführen. Sie sollen ja gar keinen Schaden haben. Ist aber peinlich, ich habe zufällig bloß noch 2 Mark. Ja. Gestatten Sie, Anni Palme, ich habe aber auch kein Geld. So, na, da werden wir ernstere Seiten aufziehen. Das Motorrad bleibt hier als Pfand. Motorrad? Erstens kann ich gar nicht Motorrad fahren. Und wenn, dann schon gar nicht auf so einem Spirituskocher. Und wie kommen wir in die Stadt? Darüber machen Sie sich keine Sorgen. Darin habe ich schon meine Erfahrungen. Musik.
auf ihrem Schoß zu sitzen. Weil der Köter seinen Sitz nicht hergibt. Aber wenn Sie wollen, kann ich auf Ihrem Schoß sitzen. Nein, dann lassen wir es lieber so. Im Übrigen habe ich Ihnen Unrecht getan. Das ist gut, dass Sie es einsehen. Und was bekomme ich als Entschädigung? Das ist ja der reinste Anstandswauwau. Morgen ist ein wichtiger Tag für mich. Ja? Ich habe nämlich eine Besprechung mit einer großen Persönlichkeit. Und wenn das klappt, dann... Ach, wenn ich Ihnen dabei helfen könnte. Was können Sie wirklich tun? Wenn Sie als meine Sekretärin... Das ist selbstverständlich. Das ist aber nett von Ihnen. Der erste Lichtblick. Bei der Gelegenheit muss ich Sie mit meinem Vater bekannt machen. Herr Rechtsanwalt Ude. Sehr angenehm. Ihr Freund Tochter hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. So erbaut scheint er nicht darüber zu sein. Der arme Vater. Sein ganzes Leben lang hat er sich geplagt. Er müsste sich mal so richtig ausruhen. Wenn ich ihm nur irgendwie helfen könnte. Jetzt muss ich aber gehen. Gute Nacht.